Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Ja, hier aus dem, keine Ahnung, Edeka-Stadion aus Landsberg mit dem frisch gebackenen Kapitän der Bayernliga-Meistermannschaft. Herr Niebauer, was sagen Sie zum Spiel? Ja, war ein hartes Stück Arbeit. Aber gehen ganz verdient, 2-0 in Führung. Haben dann irgendwie zweite Chance, noch eine Chance, die ans Lattenkreuz fliegt. Nach dem Gegentor schwimmen wir total und bringen das irgendwie über Zeit und sind einfach nur glücklich, dass wir das dieses Jahr geschafft haben. Ja, da möchte ich erstmal gratulieren zum natürlich Erreichten, aber wie haben Sie die Saison allgemein gesehen? Ich meine, wir hatten ja ein paar Höhen, sehr viel Tiefen, weil ich glaube, das war heute das 28. 2-1. Ziemlich anstrengend, deine Meinung? Ja, so ist es. Ich glaube, wir wurden schon als Ergebnismonster betitelt und ich glaube, das hat sich heute wieder bewiesen. Wir haben immer in den engen Spielen, wenn es drauf ankommt, immer die Nase vorn gehabt. Und ja, das heute nochmal mit so einem Fight zu beenden, schade für Landsberg, aber das ist einfach nur eine pure Freude und Glück. Ja gut, so ist das Leben. Ich meine, man muss halt seine Dinge verdienen. Aber jetzt habe ich noch einen Interner. Mir ist so angekommen, Sie wechseln für circa bis Donnerstag nach Mallorca. Ich hoffe, wir sehen Sie dann noch im Oberbayern, oder? Ich weiß nicht, wo man mich sieht, aber das sind alles Gerüchte. Letzten Endes habe ich jetzt 4 Wochen frei. Ist mir scheißegal, wo ich bin. Hauptsache ein bisschen freie Zeit mit der Mannschaft feiern und die Zeit genießen. Ja, dann noch zu guter Letzt eine Frage. Was ist jetzt, was ist im Bus vorgesehen? Ich denke, wir haben ja schon viele Feiern gesehen, aber eine Meisterfeier hatten wir noch nicht in Garching. Steht da Umberto noch oder wird er abgerissen? Oh, heute steht gar nichts mehr. Sehr gut. Weise nicht Entscheidung. Mehr, nicht mehr wir. Herr Niebauer, hiermit gebe ich zurück ins Studio.